Michael möchte endlich wieder neben einer Frau aufwachen, die ihm wirklich etwas bedeutet. Er will endlich wieder Sex, Intimität und Nähe. Er will eine tiefe Verbindung, so wie er sie schon lange nicht mehr hatte. Aber er hat keine Ahnung, wieso etwas für ihn jemals wieder möglich sein soll. Auf seinen Dates traut er sich nie, den ersten Schritt zu machen. Er sagt immer Ja und Amen und seine Gespräche verlaufen langweilig und ohne sonderliche Spannung. Und meistens wird daraus einfach nur eine Freundschaft oder meistens gar nichts. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Männer nicht einfach nur rumvögeln wollen. Wir alle möchten diese eine spezielle, besondere, tiefe Verbindung. Jedenfalls wollen genau das meine Klienten und du wahrscheinlich auch. Dieser Mann ist ein Denker. Er fühlt mit seinem Herzen, aber er denkt mit seinem Kopf. Und die Riesengefahr bei diesem Mann ist, dass er zu verkopft ist. Michael zweifelt alles an. Er sagte mir, naja, ich weiß nicht, ob sie wirklich Interesse an mir hat oder ob das Ganze nur freundschaftlich wird. Das versuche ich gerade anzutesten. Das heißt, dieser Mann legt die Verantwortung, ob etwas zwischen ihr und ihm passieren wird, vollkommen ab. Vollkommen in ihre Hände. Aber ich habe sie auch gefragt, warum ist eigentlich nichts zwischen euch geworden? Und weißt du, was sie gedacht hat? Naja, ich weiß nicht, ob er wirklich Interesse an mir hat oder ob das Ganze nur freundschaftlich wird. Ich wollte das Ganze erstmal antesten, um zu gucken, was passieren wird. Michael denkt, er wäre höflich, respektvoll, ein Gentleman. Aber wenn du einer Frau begegnest, die du magst, und du lässt sie ziehen, mit einem Gefühl von, naja, ich weiß nicht, ob er mich wirklich mag, ist nicht respektvoll. Das ist verdammt feige und du gibst dir auch nicht die Klarheit, zu wissen, woran sie ist. Du gibst dir auch nicht die Hoffnung, falls sie dich mag, zu wissen, dass jetzt ihr eine Chance habt. All das entziehst du ihr und du machst das Ganze dann nur, weil du glaubst, dass sie dich nicht mag. Du hast schon in diesem Augenblick aufgegeben und deswegen tust du dann nichts. Und der Einzige, der daran schuld ist, ist die kleine Stimme in deinem Kopf, die es dir nicht erlaubt hat, die Wahrheit auszusprechen. Du magst sie. Du möchtest etwas von ihr. Verdammt nochmal, sag es auch. Wenn du es ihr klar machen kannst, dass du nichts, rein gar nichts im Schilde führst, und von mir aus kannst du es ihr auch genauso sagen, dann wird ihr Computer erstmal Error machen. Sie wird sich nicht bewegen können, wird denken, was ist denn hier los? Ich sag's ihr einfach. Ich finde dich wunderschön. Und wenn du mir einen Korb geben möchtest, dann mach das ruhig. Aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, dass ich ein Mann bin. Das war's. Vollkommene Ehrlichkeit. Es durchbricht diesen ganzen Bullshit, den sie schon seit Jahren programmiert in den Kopf bekommt. Realitätscheck. Denn wenn du nichts machst, dann wird sie von dem nächstbesten Arschloch, das sich auf YouTube oder hier auf diesem Kanal Tipps anguckt, Strategien aneignet und das Ganze total missversteht, um sie zu manipulieren und auszunutzen. Und all das, weil du nicht derjenige bist, der jetzt bei ihr ist. Oder sie wird noch lange einsam einschlafen müssen, bis sie irgendwann einmal einen Mann kennenlernt, der aufrichtig ist, ehrlich und nur ein bisschen mutiger war als du. Und das ist von deiner Seite aus nicht respektvoll. Ich sag's immer wieder, Männer und Frauen sind sich nicht so verschieden. Dieser beschissene Gender Clash und dieses er gegen sie und sie gegen er und dieses verdammte, ich muss sie ins Bett kriegen, um austricksen oder was auch immer, ist so hirnrissig, ist so ein Bullshit. Alles, was du damit tust, ist, du ziehst die Frauen an, die genau das wollen. Und damit wirst du für immer beschissene Beziehungen haben. Deswegen, ich bin mir sicher, du machst das nicht. Aber diese Männer, die diesen Weg einschlagen, werden ständig auch nur enttäuscht von Frauen. Naja, klar, weil sie dieselben Frauen auch anziehen, weil sie nichts anderes können. Sie können nur auf eine beschissene Art manipulieren und Mädels ins Bett kriegen. Aber wenn du wirklich respektvoll, gentleman-like sein möchtest, dann ist es dein Job, sie beim ersten Date zu küssen und sie mit nach Hause einzuladen. Nimm ihr diese Verantwortung ab. Sie will es doch genauso. Das macht den Unterschied zwischen einem Mann und einem kleinen Jungen aus. Der kleine Junge möchte nur spielen, sich selber gut fühlen und der Mann, der hat wirkliche Eier in der Hose und sieht die Verantwortung, die er für seine Mitmenschen trägt. Er sieht, dass er ihr helfen kann, indem er sie verführt, indem er ein guter Mann ist und mit gutem Beispiel vorangeht in allem, was er tut. Beim Berühren, beim Küssen, beim Sagen, ich mag dich, und beim mit nach Hause gehen. Wirklich respektvoll wäre es zu wissen, dass sie darauf gewartet hat, von dir geküsst zu werden und es deswegen einfach zu machen. Zu wissen, dass sie ein Image zu beschützen hat, dass sie nicht als Schlampe dastehen möchte und wenn du ihr einfach sagst, wollen wir zu mir, höchstwahrscheinlich Nein sagen wird. Wirklich respektvoll ist es zu wissen, dass du ihr einen Grund nennen darfst, damit sie mit nach Hause kommt. Dass du ihr sagst,
komm, wir gehen noch zu mir, ich koche einen richtig guten Tee, du wirst es nicht bereuen. Wirklich respektvoll ist es zu verstehen, dass sie nicht anders kann, als höchstwahrscheinlich bei deinem ersten Angebot Nein zu sagen. Das ist eine kleine Programmierung, die in ihrem Kopf ist. Wirklich respektvoll ist es das, zu wissen, zu verstehen, nicht sauer zu sein und einfach nochmal zu sagen, auf, du wirst nicht bereuen, wird richtig cool. Gib ihr einen Grund. Erlaube es ihr, sich bei dir frei zu entfalten. Mehr ist Verführung nicht. Wirklich respektvoll ist es zu wissen, dass sie nicht über deine Arbeit sprechen möchte oder das Wetter. Wirklich respektvoll ist es zu wissen, dass sie auch gerne über Gefühle redet, über ihre Visionen, über ihre Ängste und über Sex. Und wenn du wissen möchtest, wie du ein Gespräch blitzschnell auf eine tiefe Ebene bringst und mit ihr von A zu B zu Sex kommst und mit ihr über Sex reden kannst, dann habe ich dir hier in der Infokarte schon längst ein Video dazu aufgenommen. Erlaube es ihr, sich bei dir frei zu entfalten. Gib ihr diese Möglichkeit. Sie will es. Hey, du bist der Mann. Euer beider Schicksal liegt in deinen Händen. Als Michael mich kontaktiert hat, hat er schon einige Jahre keine Freundin mehr gehabt. Und als er diesen Switch im Kopf hinbekommen hat und sich radikaler Romantik verschrieben hat, einer neuen Lebensphilosophie, zu der er sich wirklich gut fühlen kann, zu der er mit geradem Rücken durch die Stadt laufen kann, stolz und happy, hat sich auf einmal alles geändert. Da ist es in wenigen Wochen schlagartig bergauf gegangen. Aber nicht nur das, er hat auch viel mehr Frauen kennengelernt. Und sie haben ihn auch nicht mehr nervös gemacht. Er hat 2-3 Dates die Woche, er trifft sich mit Frauen, er hat eine Affäre und ständig kommt eine neue Frau in sein Leben, von der er sagt so, wow, sie ist wirklich toll, vielleicht ist doch bald an der Zeit, eine Freundin zu bekommen. Er zeigt sein Interesse jetzt, klar und deutlich. Aber nicht um etwas zu bekommen, sondern um jemand zu sein. Und zwar der Mann, den Frauen wollen.